Servus und weiter geht's mit so einem Halbjahresausblick. Für die, die es nicht abonniert haben, ich habe jetzt schon eine ganze Menge reingestellt. S-DAX, TecDAX, Gold, Silber, Eurostox, Nikkei, MDAX, Denpur 500. Und heute schnappen wir uns den Nasdaq. Das ist der Monatschart. Und ich meine, jeder macht das ein bisschen anders. Ich habe die Fibos angelegt hier vom Corona-Tief. Und da haben wir auf Monatsbasis dreimal ziemlich gut gehalten bei dem 61er Retracement. Das ist eine perfekte Korrektur. Also wirklich perfekt. Und da waren ja ein paar echt bösartige Bewegungen drin. Und ich gehe auch hier am Ende des Filmes mal auf 6 große Aktien ganz kurz ein, zeige die auch mal. Die sehen nämlich alle ähnlich aus. So würde ich das mal formulieren. Also wie gesagt, wir haben bisher hier einen Dreifachboden im Bereich 10.648. Ich erhalte eine Stabilisierung über den Trendfolger. Also bisher nur eine Stabilisierung, kein Kaufsignal. So möchte ich es formuliert wissen. Und hier unten ist auch noch kein Kaufsignal, aber ganz knapp davor über den Oszillator. Also auf Monatssicht muss ich sagen, nö, also ich glaube nicht, dass er hier runtergeht. Ich denke, dass das hier weiter hält. Sollte dem nicht so sein, na komm her, ist bei mir die nächste Unterstützung hier dieser Bereich. Da sind wir bei 9.800, da, hier. Das wäre die nächste Unterstützung. Aber da auch dieser Trend, da gehe ich gleich im Tageschart drauf ein, eigentlich ganz gut liegt, glaube ich, tendenziell auf Sicht von 6 Monate. Wir werden uns eher hier mit der 200-Monatslinie im Moment bei 13.672 beschäftigen. Ich bin hier nicht so negativ. Gucken wir uns die Geschichte auf Wochenbasis an. Da ist ein Fehler im Chart, der hier ist doppelt. Das ändert aber nicht viel an der gesamten Technik. Also nach meinem Dafürhalten nicht. Hier ist ja wieder dieser Trend. Ja, liegt auf Wochensicht, liegt der hier bei 12.170. Wir sind völlig neutral über den Trendfolger. Wir sind immer noch negativ über die Stochastik. Aber auch hier gilt, dass das 61er gehalten hat mit einem Mehrfachboden. Wie gesagt, dies doppelt hier, warum auch immer. Von den gleitenden Durchschnitten her sind wir noch ein bisschen tief, also andersrum noch ein bisschen negativ. Die Tatsache, dass die 20-Wochen-Linie die 200-Wochen-Linie schneidet, ist, nehme ich zur Kenntnis, aber nehme ich nicht wirklich ernst. Das macht mir jetzt keine Angst. Auch hier die 200-Wochen-Linie, das ist diese hier, die hier so kommt, ja, liegt bei 11.500. Das wäre ein kurzfristigeres Ziel, sagen wir es mal so. Trotzdem die 13, die ich eben gesagt habe, 13.000, wo war die jetzt genau? Müssen wir mal schauen. Hier, 13.600 bleibt eigentlich mein Ziel. Jetzt gehen wir gleich mal auf den Tag. So, hier ist der Tag. Hier ist der Trend. Auf Tagessicht liegt der Trend bei 12.150. So, und das ist das, was mir eigentlich Mut macht. Nochmals, hier das 61er, oftmals touchiert, gehalten. Die Bänder sind ein wenig aufgegangen, nicht wirklich dramatisch. Ja, also sowas hier ist schöner. Da sind sie deutlicher aufgegangen nach oben. Hier hat das obere nicht so viel Impuls gehabt. Nichtsdestotrotz, diese Abwärtsbewegung, das entgegengesetzte Band, hat gedreht und zwar schon hier, das ist an diesem Tag hier, hat es gedreht, das ist der 29. Wir werden positiver und hier kann ich von einem Kaufsignal sprechen über das MACD und hier habe ich auch ein Kaufsignal über die Stochastik. Also ich bin hier nicht negativ. Ich glaube, die Märkte werden weltweit schlechter gesprochen, als sie dastehen. Das ist, wenn ich mal so einen Angstindikator reinbaue, glaube ich, haben sehr viele Leute Angst und eigentlich müsste der Nasdaq schon unter 10.000 sein und der DAX auch bei 11.000. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich mache ja dann noch eine Dow Jones Analyse, die wird wahrscheinlich auch heute kommen und den DAX, den hebe ich mir auf für den, also für morgen. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, ich finde, das sieht okay aus. Und deswegen jetzt mal ein Blick auf die größeren Aktien. Fangen wir mal an mit, was nehmen wir denn zuerst? Hier, Alphabet. Ja, das ist der Tageschart. Kaufsignal, Kaufsignal, Doppelboden. Also das, ich würde das Zeug nicht mehr short gehen. Und wenn man long geht, muss der Stop hier drunter liegen. Das ist jetzt der Dollarchart. Also sagen wir so, der muss so eine Basis kann man suchen, so eine 80er Basis. Ich finde, die sehen absolut okay aus. Nehmen wir mal den nächsten Wert. Amazon. Amazon ist ein bisschen schlechter. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Weihnachtsgeschäft ist, aber trotzdem auch hier von der Technik ausgereizt.
Es ist kein Doppelboden. Wir haben das letzte Tief unterboten, auch wenn das jetzt hier ein Stabilisierungsansatz ist. Die gefallen mir jetzt noch nicht so gut. Die sind noch nicht so sauber. Die Apfel, die haben sich ja endlich mal bewegt. Ja, die sind ja eigentlich fast immer nur, also in den letzten Jahren gestiegen. Auch hier eine fette Abwärtsbewegung von 150 bis, was war das Tief? Bei 126. Kaufsignal, Kaufsignal. Band kommt runter. Am unteren Band gehalten. Federt davon ab. Finde ich okay. Was haben wir denn da noch sonst? Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Nehmen wir mal das nächste. Nehmen wir mal hier Meta-Plattforms. Das ist jetzt eine ausgedehnte Seitwärtsphase seit Anfang November. Relativ eng. Die sind von allen bisher genannten am neutralsten. Hier kann ich nichts sehen, hier kann ich nichts sehen. Die bekommen eine Initialzündung über 119. Ach, das ist der Euro-Chart. Entschuldigung, dann gehe ich gleich da mal auf den hier, auf Nasdaq. Also auf Dollarbasis bei 100, sagen wir mal, 26 sind sie freier. Mit erstem Ziel 139. Trotzdem, das ist egal ob Euro oder Dollar, die Technik ist völlig neutral, hier auch völlig neutral. Da muss der Chart das beweisen. Wie gesagt, das ist ab 125 Dollar, 126 lieber. Meta-Plattforms, Microsoft. Tief, dreht nach oben, Kaufsignal, Band gehalten, noch nicht mal einen Doppelboden gemacht. Also von daher finde ich also tendenziell auch in Ordnung. Hier scheint, ich gucke ja nicht so drauf, die 200-Tage-Linie auch eine Rolle zu spielen. Ja, wie gesagt, ich schaue da nicht so drauf. Aber auch hier, ich denke, mehr Potenzial als Risiko. Dann, was hatten wir denn noch? Microsoft, dann gucken wir doch mal. Hier, Netflix. Die haben ja auch eine schöne Bewegung gemacht. Die waren wieder über 300. Das ist auch Euro-Indikation. Wieso habe ich denn heute hier die Euro-Indikation drin? So. Die waren also hier bei 333 waren die. Und haben jetzt mal ordentlich nachgegeben auf 274. Auch hier schon wieder positiv, positiv federt ab von dem Tief, was sie hatten. Das ist jetzt so das kleine neueste Verlaufstief. Also unter 272 würden sie sich wahrscheinlich nochmal hier die 250 schnappen. Aber auch hier, das sieht für mich absolut in Ordnung aus. Ich kann da nicht meckern. Dann haben wir, ich glaube, Nvidia. Guckt ihr ganz gerne. Nvidia, ich habe die immer noch nicht gehandelt. Da ist auch hier schon lang, kurz, kurz, Kaufsignal. Noch nicht ein Kaufsignal, aber das kommt auch bald. Da muss der Kurs noch unverändert sein. Wir haben lange nicht das Tief gesehen. Das ist bei 107. Und das ist auch der Dollarchart hier. 107. Und dann waren wir gerade mal wieder runter oder sind hochgestiegen, dann sind wir gefallen auf die 139. Ich denke, auch hier ist das Schlimmste überstanden. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass wir jetzt hier die Mutter aller Hossen haben. Gottes Willen, nein. Ja. Aber ich glaube, dass die Abwärtsbewegung an Momentum, an Akzeleration erheblich verloren hat. Und ich denke grundsätzlich für Nasdaq und seine Werte eher an mehr Potenzial als Risiko in den nächsten 6 Monaten. Klar, wenn irgendwie was kommt, was geopolitisch nochmal irgendwo reinhaut, dann kann man das alles in der Pfeife rauchen. Aber wenn ich jetzt nur die Technik sehe, bin ich nicht der Auffassung, dass der Markt hier nennenswert fallen kann. Ich gehe eher von positiven Kursen aus. So, als nächstes kommt der Dow. Und damit wünsche ich erstmal einen wunderschönen Tag und wenn ich nicht mehr sehe, wer es nicht sieht, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Baba!